Von der Käsefräse zur Profi-CNC. In dem heutigen Video werde ich drei Fragen beantworten, die ich mir noch vor einigen Tagen selber gestellt habe. Die erste Frage ist, kann man eine günstige CNC-Fräse so umbauen, dass sie mit einer semi-professionellen bis professionellen Fräse mithalten kann? Wie schnell ist die Fräse nach dem Umbau? Und die dritte Frage ist, was hat das Ganze gekostet? Bleibt dran, wenn ihr es herausfinden wollt. Die alte Fräse hatte vor allem zwei Probleme. Das erste Problem war, dass die Unterkonstruktion, wie man hier sieht, rot markiert, viel zu instabil war. Das heißt, sie hat sich über die ganze Diagonale von 0 vorne links bis minus 4 hinten rechts verzogen und somit war ein planes Fräsen auf dem gesamten Fräsbrett nicht möglich. Das zweite Problem, was ich hatte, war, dass die Querachse, in meinem Fall die X-Achse, sehr instabil war. Dazu blende ich kurz mal ein zweites Foto ein. Hier sieht man die Querachse im Detail. Die Linearführung war einfach zu nah beieinander. Hier einmal rot markiert. Und außerdem war das Aluminiumprofil sehr dünn und somit hat sich die Fräse beim Fahren auch bei geringeren Geschwindigkeiten verzogen. Und das Ganze habe ich jetzt verbessert. Hier sieht man jetzt die fertige Fräse. Das erste Problem habe ich so gelöst, dass ich einfach alle Aluminiumprofile durch größere und stärkere ersetzt habe und auch die Anzahl erhöht habe. Zusätzlich habe ich unter die Profile noch 9 Stellfüße gepackt und jetzt kann man eben an jeder Stelle nachjustieren, falls irgendwas nicht passen sollte. Das zweite Problem habe ich so gelöst, dass ich eine deutlich massivere Querachse verbaut habe. Das heißt, ich habe das 80 mm Profil durch ein 120er ersetzt und die Führungsschienen, die vorher frontal montiert waren, nach oben und unten gesetzt und dazu noch eine passende Z-Achse gebaut. Falls dir das Video bis jetzt gefallen hat, lass doch bitte einfach ein Like da und abonniere den Kanal. So, nächster Tag. Heute werde ich die Fräse mal auf Herz und Nieren testen. Das Ganze mache ich mit 4 verschiedenen Aufgaben. Einmal eine Falz in Stöckerl Multiplex Buche fräsen, um zu gucken, ob die Fräse rechtwinklig ist. Danach fräse ich eine Tasche, um zu gucken, ob die Achsen von der Genauigkeit passen. Danach möchte ich eine Eiche schlichten und gucken, wie tief ich das Ganze zustellen kann. Und anschließend zeige ich euch noch, wie man in Linoleum mit einem Gravierstichel was einfräsen kann. Dafür fräse ich dann mein Logo. Viel Spaß! Als erstes richte ich kurz mal die Fräse ein in der vorderen linken Ecke. Fräse einmal nach oben händisch, dann unten die Längsachse nochmal händisch und gucke dann eben, ob das Ganze rechtwinklig ist. So, jetzt messe ich einmal die Falz nach. Dafür nehme ich mein Winkelmesser. Den arretiere ich dann einmal, damit ich es besser in die Kamera halten kann. Ich habe genau 90 Grad bekommen und bin damit sehr zufrieden. Jetzt geht es ans Taschenfräsen. Als nächstes werde ich eine Tasche fräsen. In der Breite 90 mm, in der Höhe 24 mm, in der Tiefe 20 mm. Und das Ganze mit einer Tiefenzustellung von 5 mm. Das ist ein Fräsauftrag, den ich standardmäßig für unsere Hangbots habe. Der hat normalerweise pro Tasche circa, ich würde sagen, 3-4 Minuten gedauert. Mal gucken, wie schnell die Fräse jetzt ist. Ich habe gerade eben noch die Absaugung ein bisschen runtergeschoben. Das ist bei der selbstkonstruierten Absaugung von mir relativ einfach. Genau, unten haben wir auch Magnete, so dass man die Bürste zum Fräserwechseln relativ einfach ab- und anmontieren kann. Und jetzt messe ich mal kurz die kurze Seite der Tasche, um zu überprüfen, ob das Ganze passt.
Es arretiert, hier haben wir genau 24 mm, ich bin sehr zufrieden. Und jetzt noch einmal die lange Tasche. Da ist das Fräsergebnis ein bisschen ungenauer. Das sind circa, gerade eben waren es 90,3, 90,1. Aber fürs Fräsen im Holz trotzdem Top-Ergebnis. Von der Tiefe her sollte eigentlich auch alles passen. Da sind wir eben bei 19,75. Da habe ich jetzt die größte Abweichung. Da muss ich noch einmal kurz nachkalibrieren im Nachhinein. Ja. Aber für den ersten Versuch bin ich doch sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen. Hier siehst du nochmal die Tasche in der Nahaufnahme. Ich habe oben gar keine Ausrisse. Die Oberfläche ist super glatt und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. So, als nächstes fräse ich mal ein Stück Leiche, Leimbinder. Der Höhenunterschied zu dem Brett, was ich zum Einklemmen verwende, sind 12 mm. Ich schaue mal, ich würde ganz gerne 1 cm abnehmen, das Ganze in zwei Durchgängen. Einmal 4 mm und dann nochmal 6, um zu gucken, wie viel ich denn maximal in der Tiefe zustellen kann. Ja, probieren wir es mal aus. Der erste Fräsdurchgang ist fertig. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach ziemlich gut. Man hat hier ganz leichte Riefen. Ich habe in Esselcam das Schälen ausgewählt. Meiner Meinung nach ein super cooles Feature im neuesten Esselcam. Und ansonsten sind das alles ganz, ganz feine Riefen, die man mit einem 180er Schmiegelpapier problemlos wegbekommen sollte. So, jetzt schauen wir uns an, wie sie sich bei 6 mm schlägt. Macht echt immer wieder Spaß, einem Fräser ohne Sichtschutz bei der Arbeit zuzuschauen. Aber danach sieht es immer aus wie Sau. So, hier das Ergebnis. Ich bin auch hier wieder relativ zufrieden. Diesmal das erste Mal ein bisschen unzufrieden, weil es eben leichte Ausrisse am Rand gibt. Ich glaube, das Ganze kann man aber so kompensieren, dass man in der Tiefenzustellung schon die 6 mm im Ganzen macht und dann nochmal einen letzten Durchgang mit 2 oder 3 mm zum Schlichten einstellt. Und ja, das, was man eben hier bekommt, ist eine relativ plane Oberfläche mit ganz, ganz leichten Riefen. Ich versuche sie mal ins Bild zu holen. Genau, hier sieht man sie von den Radialbewegungen. Ja, sollte aber mit einem Exzenterschleifer nicht länger dauern als eine Minute oder zwei, dann ist das Ganze glatt. Super! Hier sieht man jetzt das fertige Ergebnis. Ich habe ihn zweimal durchfahren lassen auf 4 mm Tiefe mit einer Zustellung von 0,5. Die Ränder sind super scharf geworden.
Ich bin ziemlich zufrieden und das Einzige, was man hat, ist vom Linoleum selber noch leichte kleine Fasern, aber die bekomme ich notfalls mit der Pinzette weg. Zum Schluss jetzt noch einmal kurz die Auflistung der Kosten und mein persönliches Fazit zum Umbau der Fräse. Die Fräse an sich, wie man sie am Anfang im Bild gesehen hat, hat 1800 Euro gekostet. Das Material für den Umbau nochmal 1500 Euro und die Frässpindel hinter mir, wassergekühlt, ist eine Standard-China-Frässpindel, die hat 300 Euro gekostet. Also lande ich insgesamt bei 3600 Euro für eine Fräse, die einen Bearbeitungsbereich hat von ca. 1,20 m x 1,20 m. Damit bin ich dann doch relativ zufrieden. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der Umbau mich allein von der Arbeitszeit her 5 Tage gekostet hat, weil ich schon sehr bemüht war, sie sehr exakt zu bauen und damit die Genauigkeit einfach auch passt. Und zusätzlich muss ich auch noch sagen, dass die Planung davor mit dem Aussuchen von Material und der Überlegung, wie man das Ganze umbaut, sicher auch nochmal 2 bis 3 Tage gedauert hat. Also kann ich für das Ganze nochmal 8 Arbeitstage ungefähr einrechnen, bin aber jetzt im Endeffekt super zufrieden mit der Fräse, weil die Ergebnisse einfach top sind. Und von der Preis-Leistung ist eigentlich auch passt. Somit mein persönliches Fazit, wenn man die Zeit dafür hat, das Ganze umzubauen, sollte man sich die Zeit dafür nehmen. Vor allem in der Hinsicht, dass ich davor überlegt hatte, ob ich die Fräse verkaufe, eine neue kaufe, die ich auch wieder dann aufbauen müsste, oder eben eine fertige Fräse kaufe, die deutlich, deutlich mehr kostet. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und schalte gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich will in Zukunft auch mal versuchen, Aluminium zu fräsen. Ich habe noch eine Vakuumplatte, die hier rumsteht, damit will ich einen Folienzuschnitt machen mit einer Schleppklinge. Ja, bleib dran, wenn du das sehen willst. Ciao!